Hallo ihr Lieben, meine Jungs haben sich Waffeln gewünscht und dann wollte ich heute zusammen mit euch den Teig schon mal vorbereiten. Gebacken wird heute Nachmittag mit den Jungs, ich freue mich schon drauf und gesnackt und vielleicht sogar draußen gepicknickt bei dem schönen Wetter. Und deswegen, unsere Waffeln ist mega leckeres, zuckerfreies, gesund, aber wie gesagt, was trotzdem mega cool schmeckt. Ich nutze immer die Gelegenheit, dass wenn ich eh schon meinen Thermi hier einmal schmutzig mache, da ich dann halt auch in dem Zug Dattelsirup-Paste schon vorbereitet habe, auch auf Vorrat. Das Video dazu, weil ich süß ja sehr gerne mit Dattelpaste, verlinke ich euch unten in die Beschreibung. Wie gesagt, ich habe schon was auf Vorrat gemacht. Das kommt, wenn es abgekühlt ist, in den Kühlschrank rein. Und im Thermi ist halt jetzt entsprechend schon quasi was drin. Wenn ihr das nicht mit Dattelpaste machen möchtet, geht natürlich genauso Honig oder ein Reissirup. Da gibt es ja auch noch verschiedene Varianten. Auch zu kaufen, wenn es schneller geht. Aber wie gesagt, das ist mein absoluter Favorit. So, ihr Lieben, es kommen noch zwei Eier rein. Zu der quasi Süße. Das Rezept schreibe ich euch natürlich auch unten rein. So, dann kommt Milch. Ich selbst, wir wählen immer eine, wie heißt das, Pflanzendrink-Variante. Also bei uns ist es der Reisdrink. Ich habe jetzt 1,5 Gläser hier. So, dann kommt noch eine Prise Salz rein. Dann habe ich hier Kokosöl. Also an sich einfach ein halbes Glas von einem neutralen Öl. Rapsöl würde auch gehen. So. Und dann kommt jetzt noch die letzten zwei Zutaten, Mehl und Backpulver. Und ihr Lieben, also ich kenne das auch so, dass man Mehl und Backpulver erst für das beste Backergebnis quasi miteinander vermischt. Das kenne ich so auch, ich bin auch so groß geworden. Aber ich liebe diese ganz einfachen Rezepte. Und deswegen mache ich es einfach in dieser Reihenfolge und es klappt auch. Und ich habe letztens ein bisschen schmunzeln müssen. Kennt bestimmt Desperate Housewives. Und da gibt auch diese Brie Vandecamp, die so grandios kocht und backt. Und dann gibt es ja diese Lulette in dieser Lebensphase mit diesen vier Kindern, wo irgendwie auch alles irgendwie funktionieren muss. Und bei mir, meine Backvariante, ich hätte gesagt, das ist alles nach diesem Lynette-Style, nicht diesem Brie Vandecamp. Klappt trotzdem immer, schmeckt immer lecker, ist aber halt auch leicht kompliziert mit wenigen Zutaten, die man meist zu Hause hat. So, das wird jetzt eigentlich nur noch quasi im Thermomix dann. Ich mache das auf Stufe 4 einmal vermixt. Der Teig kommt jetzt bei mir noch im Kühlschrank bis heute Nachmittag. Und dann ist er auch schon bereit zum Backen. Und was wir total gerne lieben, dazu noch zu essen, ist dieser Apfelmark mit Mango. Der ist noch süßer als der normale Mango, also Apfelmark so. Und der ist einfach mega, 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 mega lecker. Kann ich euch empfehlen. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, vom DM, gibt es aber auch beim Edeka in der Bioabteilung oder in jedem Bioladen. Gibt es auch nochmal mit Aprikose, der ist auch sehr lecker. Oder Birne, also es gibt halt auch verschiedene Varianten. Da ist mal ein Testerchen auch wert. Ihr Lieben, bei uns wollte ich euch noch vielleicht kurz erzählen, war zu den Waffeln, hatten wir auch eine Tradition eine Zeit lang, wo wir wirklich jeden Mittwoch Waffeln gemacht haben. Das war dann nämlich unser Mira-Mittwoch mit Waffeln. Es gibt nämlich ein ganz, ganz schönes Hörbuch für Kinder auf YouTube. Ich glaube auf Spotify auch, aber wir haben es immer auf YouTube gehört. Diese Mira, das heißt Mira und das fliegende Haus, ich verlinke euch unten auch den Kanal, die erzählt über so schöne Themen, also wirklich zum Thema Selbstliebe, wie man miteinander umgehen sollte, dass man seine Gefühle ausleben darf. Die hatte, glaube ich, auch eine Meditation, das Thema Achtsamkeit. Also wirklich ganz, ganz schöne Sachen. Und eine Zeit lang haben meine Jungs das so, so gerne gehört. Und jeden Mittwoch kam halt damals eine neue Folge raus. Und wenn ich unterwegs war und nicht verabredet, dann haben wir das halt mittwochs wirklich auch immer sehr gerne genommen und wahrgenommen. Leider ist es aktuell nicht mehr so gewünscht und gewollt, was ich sehr schade finde, obwohl ich es heute vielleicht nochmal versuchen werde. Aber das nochmal als Tipp, wenn ihr die Mira nicht kennt, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Resttag. Ich freue mich, wenn ihr die Videos mögt, auch immer weiter quasi einen schönen Daumen klickt und die weiter verteilt. Ich freue mich natürlich riesig, umso mehr Leute die Videos ansehen, umso mehr positive Feedback ich kriege, umso mehr motiviert bin ich natürlich, mir Videos zu machen. Deswegen freue ich mich über eure Unterstützung und euer Feedback. Und bis zum nächsten Video. Tschüss!